Sehr verehrte Damen und Herren, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei uns in der Arbeiterkammer. Mein Name ist Josef Wallner, ich bin hier Abteilungsleiter für Arbeitsmarkt und Integration und ich habe die Ehre, Sie hier zum heutigen Stadtgespräch herzlich zu begrüßen. Wir veranstalten das wie immer gemeinsam mit der Wiener Stadtzeitung Der Falter und ich freue mich, dass es auch diesmal wieder gelungen ist, einen sehr renommierten und prominenten Gast zu gewinnen. Professor Münkler ist ja einer der bekanntesten Politikwissenschaftler Deutschlands und ein ausgewiesener Experte für das Thema des heutigen Abends. Die Europäische Union als Schicksalsgemeinschaft und Integration, Migration als Herausforderungen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich denke, der Titel stimmt schon, denn es gibt sehr viele Fragen auf diesem Gebiet, die lösen wir entweder nur als Europäer gemeinsam oder wir lösen sie eben nicht und das hat etwas Schicksalshaftes. Und für uns als Arbeiterkammer ist das sehr wichtig. Unser Auftrag lautet ja, einen Beitrag zu leisten zur sozialen Sicherheit und soziale Sicherheit ohne sozialen Zusammenhalt gibt es nicht. Und der ist aber ganz offensichtlich in mehreren Dimensionen gefährdet. Auf europäischer Ebene durch ein mögliches Auseinanderdriften der Europäischen Union und auf Ebene unserer Gesellschaften und auch auf Europaebene auch durch ein Auseinanderdriften der Gesellschaft in Arm und Reich. Dieser Spalt geht ja immer weiter auseinander und mit all dem sind wir konfrontiert unter den Bedingungen einer Migrationsgesellschaft. Das mag uns jetzt gefallen oder nicht, aber das ist jedenfalls ein Faktum. Daraus resultieren eine ganze Menge ziemlich brisanter Fragen und ich denke, diese Fragen werden wir heute in diesem kommenden Gespräch sehr ausführlich behandeln und ich bin überzeugt, in sehr spannender Weise. Und in diesem Sinne wünsche ich allen hier einen interessanten Abend und darf jetzt die Moderation, den Herrn Huemer, bitten, das Gespräch zu übernehmen. Dankeschön. Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herfried Münkler ist Professor für Politikwissenschaft, wie Sie eben gehört haben, an der Humboldt-Universität in Berlin. Seine Bücher sind angesiedelt zwischen Politikwissenschaft und Geschichtswissenschaft. Vor 4 Jahren erschienen Der große Krieg über den Ersten Weltkrieg und eben jetzt in diesen Tagen herausgekommen, Der 30-jährige Krieg, europäische Katastrophe, deutsches Trauma. Die zwei Bücher, die uns für dieses Gespräch besonders interessieren werden, sind Macht in der Mitte, die neuen Aufgaben Deutschlands in Europa und Die neuen Deutschen, ein Land vor seiner Zukunft. Dieses Buch hat Herr Münkler gemeinsam mit seiner Frau Marina Münkler geschrieben, die eine Literaturwissenschaftlerin ist, Professorin für Literaturwissenschaft. Professor Münkler wird jetzt referieren und dann folgt unser Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung nach Wien, der ich gerne gefolgt bin, zumal sich das auch mit einigen anderen Verpflichtungen gut verbinden ließ. Aber das ist schon beeindruckend, wenn hierher kommt und so viele Leute sind da. Also vielen Dank, dass Sie sich das anhören wollen. Ich werde mir Mühe geben, das, wie die Veranstalter mir nahegelegt haben, meine Überlegungen in 20 Minuten in zu bringen und Sie können mal dann überprüfen, ob ein Hesse, der nach Berlin gegangen ist, diszipliniert ist. Ich will beginnen, indem ich zumindest drei
der großen Probleme der Europäischen Union beschreibe, um daraus dann einiges zu sagen im Hinblick auf die Europäische Union und ihre mögliche Veränderung. Und dann zur Diskussion über Migration und Integration zu kommen. Das erste Problem, das die EU hat, das hat sie schon seit längerem, aber sie hat es bislang nicht gelöst, ist das Problem von Überschuldung einiger Staaten, also der Überschuldung der Südstaaten und in Reaktion darauf eine expansive Geldpolitik der EZB. Das heißt, das betrifft die Leute in meinem Land ebenso wie Sie, dass trotz einer gut laufenden Konjunktur sie im Prinzip so gut wie keine Zinsen haben. Dann könnte man das vielleicht verkraften, auch wenn das dem einen oder anderen die Altersversorgung vermutlich verhagelt. Aber gleichzeitig hat das den sehr unangenehmen Effekt, dass anlagesuchendes Kapital in den Bereich des Immobilienmarktes hineingeht, mit dem Ergebnis, dass dort kurz- und mittelfristig der Mietzins steigt. Das heißt, in einer solchen Situation treten eigentlich nicht zu erwartende Effekte auf und die haben etwas zu tun mit letzten Endes der Überschuldung der Südstaaten, der Reaktion von Draghi und diesen Folgen. Nun ist das in mancher Hinsicht auch für die prosperierenden Länder der Eurozone ein Vorteil. Ich gehe davon aus, das gilt für Österreich in etwas modifizierter Form ebenso wie für mein Land. Nicht der Umstand, dass durch diese Probleme der Südstaaten der Euro relativ niedrig in der Bewertung ist in Relation zum Dollar und anderen Konkurrenzwährungssystemen oder Referenzsystemen, funktioniert zurzeit der Export relativ gut. Heißt, Wirtschaft ist gut ausgelastet, man ist knapp unterhalb dessen, was man Vollbeschäftigung nennt, also es dürfte noch ein bisschen besser sein, aber eigentlich eine optimale Situation. Das heißt, es gibt Länder, die sozusagen profitieren einerseits von den Folgen der Überschuldung und andererseits leiden sie. Und das hat natürlich dann auch Folgen für das innere Verhältnis, also soziale Effekte im weiteren Sinn. Es wäre natürlich wünschenswert, nicht nur das, sondern eigentlich zwingend, die Probleme der Überschuldung der Südstaaten, Griechenland sieht ja ziemlich übel aus, die Krise in Spanien wird aus anderen Gründen wieder aufleben, Italien steht immer wieder am Rande, das endlich zu überwinden. Aber man kann eigentlich sagen, die letzten 5, 6, 7 Jahre hat die Europäische Union dieses Problem verwaltet, aber nicht gelöst. Das zweite Problem ist kein Problem der Südstaaten, sondern der Visegrad-Staaten, also der Staaten, die im Rahmen der Osterweiterung der Europäischen Union dazugekommen sind, nicht aller, namentlich Polens, Ungarns, der Slowakei und Tschechien. Und wenn ich das richtig sehe, muss sich Österreich ja jetzt bei der neuen Regierungsbildung entscheiden, ob es der einzige Nettozahler und der Nettoempfängerstaaten sein will oder nicht. Es wird interessant sein, das zu beobachten. Und deren Problem ist eher eine nachhaltige Solidaritätsverweigerung. Insbesondere in der Frage der Aufnahme von Flüchtlingen, also der Verteilung derer, die in den letzten Jahren, namentlich Sommer, Herbst 15, Anfang 16 auch noch, zuerst nach Österreich, dann vor allen Dingen nach Deutschland, aber auch einige nach Schweden gekommen sind. Die werden wohl hier bleiben. Aber diejenigen, die gegenwärtig nach wie vor entweder nach Griechenland oder nach Italien kommen, von denen könnten ja einige auch nach Mitteleuropa transferiert werden, dem verweigern die sich. Dann kann man sagen,
das spielt ja eigentlich gar keine Rolle, denn von denjenigen, die da in Italien angekommen sind, will ja im Prinzip keiner dorthin. Erstens im Hinblick auf die Beschäftigungsverhältnisse, zweitens im Hinblick auf die allgemeine soziale Situation. Und wer kann eigentlich verantworten in teilweise extrem xenophobe Konstellationen, diese Leute hineinzubringen? Das ändert aber nichts dran, dass die demonstrative Verweigerung, wie sie insbesondere von Orban und Kaczynski kommuniziert wird, ein Problem für das Selbstverständnis der EU ist. Man kann eigentlich sagen, im Hinblick auf die Flüchtlingsfrage gibt es drei Gruppen. Die Westeuropäer mit einer langen kolonialen Vergangenheit, namentlich Frankreich, Belgien, auch die Niederlande und Großbritannien, die auch Frankreich und Großbritannien für den Bereich, der zurzeit zerfällt, nämlich den Nahen Osten, politische Verantwortung haben, denn von denen sind die Grenzen gezogen worden. Dann gibt es nicht nur die Visegrad-Staaten, sondern würden auch die baltischen Staaten dazugehören und andere, die überhaupt keine koloniale Geschichte haben, bei denen man also nicht sagen kann, dass aktives politisches Handeln im nördlich der Sahara liegenden Raum, also in den Maghreb-Staaten oder südlich der Sahara in der Sahelzone oder im Nahen Osten, dass die da irgendwann in ihrer Geschichte etwas dazu beigetragen haben. Und dann gibt es sozusagen die Mittelgruppe, die haben zwar eine Kolonialgeschichte, aber eine sehr kurze Kolonialgeschichte. Also im Falle meines Landes endet die ja 1918 und auch für die Donaumonarchie kann man jetzt nicht sagen, sie habe eine namhafte Kolonialgeschichte. So ein bisschen Versuch am Rande, aber nicht wirklich etwas. Wenn ich das so sage und so beschreibe, zeigt das natürlich ein weiteres Problem der Europäer. Wenn das Problem der verschuldeten Südstaaten und einer gewissen Indigniertheit der anderen Staaten gewissermaßen dafür in irgendeiner Form aufkommen zu müssen, ein Problem unterschiedlicher Wirtschaftsmentalitäten ist, dann ist das eben beschriebene Problem ein Problem unterschiedlicher Geschichtsverläufe, unterschiedlicher Umgang mit den Fremden, dem Fremden. Das ist natürlich dort, wo man eine lange Kolonialgeschichte hat, ganz anders sozusagen auch visuell eingeübt worden ist, als in Ländern, die keine Kolonialgeschichte haben. Und von daher gewissermaßen das zweite Problem der Europäer, sie haben sehr unterschiedliche Vorstellungen, erstens davon, wie sie mit Fremden, mit Zuwanderung aus anderen Räumen umgehen. Polen würden immer sagen, wir können gehen mit Zuwanderung um, aber nur dann, wenn sie aus der Ukraine kommt, nicht? Also aus den Teilen der Ukraine, die entweder mal polnisch waren oder danach zur Donaumonarchie gehört haben, also die Ruthenen, würde man vermutlich hier sagen, die nach Polen kommen. Aber mit denen, die aus Afrika kommen, wollen wir nichts zu tun haben, haben wir auch nichts zu tun, wir waren dort nie präsent. Hier also ist es gewissermaßen die unterschiedliche europäische Geschichte, die eingreift und die dazu führt, dass sehr unterschiedliche Blickwinkel auf das Problem eingenommen werden und die einen sagen, ja, es ist vielleicht unser Problem und andere sagen, es ist überhaupt nicht unser Problem. Und das dritte Feld würde ich meinen als Problembereich ist natürlich Brexit. Das Ausscheiden Großbritanniens als des zweitgrößten Nettozahlerstaates. Das Geld, das dann ausfällt, muss ja in irgendeiner Weise übernommen werden oder der EU-Haushalt muss um den britischen Anteil zurückgefahren werden. Und das wird zu heftigen Auseinandersetzungen führen. Und ich würde aber zu dem Segment Brexit noch gleich die Auflösung der Kohäsionskraft, des Zusammenhalts der Nationalstaaten dazu rechnen. Also die Probleme, die wir zurzeit in Katalonien haben, bei denen man sagen kann, in ähnlicher Form betrifft das aber schon die ganze Zeit Belgien, also Flandern und die Wallonie.
oder Teile Italiens. Und was mit den Schotten und den Iren passiert, wenn die Briten aus der EU ausscheiden, das weiß man auch nicht. Das heißt also sozusagen Zerfallstendenzen im Hinblick auf die Strukturen der EU, einerseits der Austritt des 28. Mitglieds und andererseits die innere Auflösung der Ordnung der verbliebenen 27 Mitglieder, jedenfalls unter bestimmten Bedingungen. Vor allen Dingen offenbar bei denen, die starke Zentralstaaten sind, sehr viel weniger bei denen, die diese innere Elastizität haben, wie etwa auch die Republik Österreich oder Bundesrepublik Deutschland mit ihren eher föderalen Strukturen. Wenn man das jetzt zusammennimmt, die drei Problembereiche, die ich beschrieben habe, kann man sagen, die bilden so etwas wie eine Schichttorte. Es ist nicht gelungen, diese Probleme ernstlich zu bearbeiten. Möglicherweise wird Katalonien auf Dauer ein sehr viel größeres Problem nochmal werden, sondern sie liegen da und sie werden entweder von Brüssel ignoriert, wie die Erosionstendenzen, sagen sie, innere Probleme Spaniens, innere Probleme von wem auch immer, oder aber es gibt keine Ansätze, sie zu bearbeiten, wie etwa die Flüchtlingsfrage oder das Verschuldungsproblem. Spitze ich das zu, könnte man sagen, offenbar war einer der Fehler bei den Entscheidungen über den Fortgang der europäischen Integration in den späten 90er, frühen Nuller Jahren auf das Politikfeld Finanz und Währung zu setzen und den Euro so stark zu machen und durchzusetzen und so viel an europäischer Integration mit dem Euro zu verbinden, wiewohl ich gerne zugebe, es ist wunderbar und bequem, wenn man von einem Land ins andere fährt und muss nicht permanent gucken, dass man die entsprechende Währung hat. Aber die Kohäsion sehr unterschiedlicher Wirtschaftsmentalitäten hat in der EU dazu geführt, dass Ressentiments und Aversionen der Menschen gegeneinander in einer Weise angeheizt worden sind, wie das vorher nicht der Fall gewesen ist. Also das, was auf dem Höhepunkt der Griechenland-Krise wechselseitig zwischen Berlin und Athen, aber es gab natürlich auch andere noch in dem Spiel, es war ja nicht nur Berlin, es war nicht nur Frau Merkel und nicht nur Wolfgang Schäuble, hin und her gegangen ist und gegenseitigen Beschuldigungen und Invektiven. Das war die Folge gewissermaßen des Zusammenbindens von sehr unterschiedlichen Räumen. Da war also gewissermaßen die Formulierung der Schicksalsgemeinschaft eher zu einem Gegensatz geworden. Möglicherweise stehen wir im Augenblick an einem Wendepunkt. Gestern sind in Brüssel ein paar Papiere unterschrieben worden zu einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Also zur Verfolgung des Gedankens, dass möglicherweise das Schicksal Europas sich nicht entscheidet, trotz Merkels Satz, scheitert der Euro, scheitert Europa, an der Frage der Wirtschafts- und Währungspolitik oder der Währungs- und Finanzpolitik, sondern an der Frage der Sicherheits- und Außenpolitik, wo sehr viel stärker auch erfahrbar ist, dass die Probleme, die anstehen und die zu lösen sind, nur gemeinsam gelöst werden können und eine gemeinsame Lösung nicht dazu führt, dass man einander misstraut und gegeneinander angeht. Also man könnte sagen, die Herausforderung, mit der wir zu tun haben, eigentlich schon die ganze Zeit, aber wir haben uns immer weggeduckt, die Stabilisierung der Peripherie oder auch der europäischen Ränder, wenn wir insbesondere Südosteuropa, also den Balkan nehmen, ist eine der großen Herausforderungen und möglicherweise wird an dieser Frage die Europäische Union neue Kraft für sich schöpfen und auch Zuversicht und dann möglicherweise die von mir als Schichttorte bezeichneten drei Probleme angehen können. Oder aber sie wird versagen und dann
muss man davon ausgehen, dass Europa entweder in Agonie verfällt, also gar nichts passiert, nicht? Wurstelt so irgendwie weiter, aber sie lösen keine Probleme. Oder es zerfällt in drei Blöcke, Südeuropa, Osteuropa und das ursprüngliche EU-Europa mit einigen anderen. Das würde ich jetzt mal so relativ freihändig als Alternative formulieren. Also, Rückgewinnung über die Außengrenzen, aber nicht, indem man die Herzogin von Oldenburg, das ist die Frau von Storch in Deutschland von der AfD, die sich berühmt gemacht hat, indem sie gesagt hat, sie würde gegebenenfalls auch auf Frauen und Kinder schießen, wenn die Grenze überqueren wollten, indem man die Herzogin von Oldenburg da ins Gefecht schickt, sondern indem man die europäische Peripherie tatsächlich stabilisiert, in politischer, in ökonomischer und in sozialer Hinsicht. Und das ist eine große Herausforderung. Dazu gehört aber auch, langfristig sind die europäischen Gesellschaften auf soziale Reproduktion angewiesen, weil wir uns biologisch nicht reproduzieren können. Das ist eines der zentralen Argumente in dem erwähnten Buch über die neuen Deutschen. Das gilt aber, würde aber auch für die neuen Österreicher in derselben Weise gelten. Es kommen nicht so viele Kinder in diesen Ländern auf die Welt, wie erforderlich wären, um die Bedarfe des Arbeitsmarktes aufzufüllen. Also in Deutschland kenne ich die Zahlen ganz gut. Dieser Frage unverdächtiger Mann, Ingo Kramer vom Bundesverband der Deutschen Industrie, sagt, uns fehlen in den nächsten 17 Jahren 6 Millionen Arbeitskräfte, um im Prinzip den Output der Industrie aufrechtzuerhalten. Das ist eine gewaltige Zahl. Nun hat die AfD, also ein bisschen die Schwesterpartei der FPÖ, also jetzt sage ich mal aus Eitelkeit, nicht, auf unser Buch, die Neuen Deutschen, reagiert, indem sie ein Plakat gemacht haben mit einer schwangeren Frau, kennbar an dem geschwollenen Bauch, die auf dem Rücken liegt, mit der Überschrift, die Neuen Deutschen machen wir selber. Muss man sagen, die Jungs sind ja fast nur Männer, können nicht rechnen. Denn das Problem sind die nächsten 17 Jahre, nicht? Da können die jetzt zugange sein, mit Neue Deutsche machen, dass es nur so kracht. Aber für die nächsten 17 Jahre treten die nicht in den Arbeitsmarkt ein, ne? Also es ist eigentlich ein relativ naheliegendes Problem, dass wir, und das Thema, über das ich ja auch zu sprechen habe, ist die Frage der Integration, aus denen, die gekommen sind, und das gilt für mein Land genauso wie für Irland, Menschen machen müssen, die, auch wenn sie nicht in unseren Arbeitsmarkt passen, in die so investiert wird, dass sie in diesen Arbeitsmarkt hineingehen können. Also Empowerment. Wir investieren in sie. Wir tun das gewissermaßen als Vorschussleistung. Bilden sie aus, schicken sie auf Schulen, lassen sie Handwerksabschlüsse machen, was auch immer. Als Vorschussleistung von mir aus sehr humanitärer Art, aber mittelfristig ist es eine Win-Win-Situation. Denn wenn das gelingt, dann werden wir davon Vorteile haben und diejenigen, die gekommen sind, werden Vorteile haben. Und einige von denen, die gekommen sind, aber nicht bleiben wollen, werden Vorteile mitnehmen in ihre Länder, aus denen sie geflohen sind und in denen möglicherweise dann so etwas wie ein Wiederaufbau stattfindet, weil sie hier ihre Fähigkeiten weiterentwickelt haben. Also, wir müssen uns darum bekümmern, dass wir uns weiterhin, dass wir in der Lage sind, uns sozial zu reproduzieren. Denn in mancher Hinsicht könnte man ja sagen, okay, viele dieser Bereiche in Europa sind übervölkert, wohnen eigentlich viel zu viele Leute drauf, in Relation zu dem, was man vielleicht die natürlichen Ressourcen nennen könnte, nicht? Westeuropa, Mitteleuropa ist ein sehr dicht bevölkerter Bereich.
Aber wir haben im Prinzip keine ernstliche Erfahrung damit, was es heißt, wenn eine Bevölkerung über lange Zeit schrumpft. Beziehungsweise man müsste dann nach Japan gucken und das sind keine erfreulichen Aussichten. Und es ist auch völlig klar, dass es dann zu erheblichen sozialen Verwerfungen kommen wird. Es spricht also manches dafür, nicht zu sagen, das ist doch wunderbar, dann sind wir 6 Millionen weniger und es gilt der sehr schöne Satz von Heiner Müller, 10 Deutsche sind selbstverständlich dümmer als ein Deutscher. Also wenn es weniger sind, ein bisschen weniger Dummheit in der Welt. Ja, das alles mag sein, aber richtig und wichtig ist zunächst einmal festzuhalten, dass man eine soziale Balance aufrechterhalten sollte und diese soziale Balance wird völlig aus dem Ruder laufen, wenn innerhalb von 17 Jahren plötzlich 6 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Ich weiß, da kommt dann jetzt immer so der Einwand, aber die Digitalisierung, die Roboterisierung und was auch immer und wir brauchen gar nicht mehr so viel. Naja gut, also erstens sind das sehr dürftige Zahlen, die dieser Annahme zugrunde liegen, die in der Regel nur den Industriebereich erfassen, aber den Dienstleistungsbereich nicht erfassen, der sich vermutlich weiter ausbauen wird. Und die die Frage nicht beantworten, was zahlen eigentlich Roboter in die Sozialsysteme ein? Also, wir stehen einer Herausforderung gegenüber, mit denen, die jetzt da sind, vernünftig umzugehen. Das haben unsere beiden Gesellschaften bislang teilweise ganz gut gemacht, im Sinne der Mobilisierung von zivilgesellschaftlichem Engagement. In mancher Hinsicht haben sie es nicht gut gemacht, denn sehr häufig wurden die Leute erst einmal in solchen Aufnahmeeinrichtungen zusammengefercht und dann saßen sie und wurden gewissermaßen einem Prozess der psychischen und mentalen Verwahrlosung ausgesetzt. Sie haben ungeheure Leistungen erbracht, um diesen Weg zurückzulegen, mit Adrenalin und Testosteron bis oben voll und werden von jetzt auf gleich passiviert. Das ist nicht klug. Und vor allen Dingen wird Lebenszeit verschwendet, da müssen wir noch einiges lernen. Also die zentrale Herausforderung ist, um das mit einer Formel von Umberto Eco zu beschreiben, wie verwandeln wir Migration in Immigration? Also ungeheure Bewegungen, die sich da abspielen und die vermutlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch um einiges zunehmen, in eine Form der Stärkung unserer eigenen Gesellschaft mit der Perspektive durchaus auch auf die Fluchtländer oder die Länder, aus denen die kommen, um die nicht völlig ausbluten zu lassen. Also wie kriegen wir das unter Kontrolle? Ich glaube, dass wir dafür forcierte Programme der Integration brauchen. Und zwar auch im Hinblick auf Menschen, die oft nicht wissen, ob sie bleiben werden, wo sie bleiben werden, wie lange sie bleiben werden. Und vor deren Hintergrund setzt ja dann die juridische Sortiermaschine an. Die kriegen Asyl, die kriegen subsidiären Schutz und anderes. Und dementsprechend haben sie dann Ansprüche auf Kurse, Integrationsmaßnahmen und derlei mehr. Das Problem ist, das ist eine relativ beliebige juridische Sortierung, die eigentlich nur dazu führt, dass wir in die einen mehr investieren und in die anderen weniger investieren, aber nicht wissen, ob diejenigen, in die wir viel investieren, wirklich bleiben und diejenigen, in die wir nichts investieren, hoffentlich morgen wieder weggehen. Das ist ja der Hintergrund dessen. Aber was machen wir, wenn die ganze Zeit bleiben? Das alles funktioniert nicht sehr gut. Ich weiß, ich sollte jetzt zum Schluss kommen. Das heißt, wir müssen 3 Punkte beachten. Nämlich erstens, sie müssen in den Arbeitsmarkt integriert werden. Denn das ist, wir haben das hin und her bewegt, meine Frau und ich sind zu dem Ergebnis gekommen, diese nicht eigentlich auf Immigration eingerichtete Form der Integration über Arbeit hat sich auf Sicht am besten bewährt, sehr viel besser als das französische Modell über Staatsbürgerschaft, als die skandinavischen Modelle
über relativ komfortable Sozialsysteme oder das holländische Modell von Multikulti. Tatsächliche Integration findet sozusagen, ohne dass permanent darüber geredet wird, auf funktionierenden Arbeitsmärkten statt. Dazu gehört aber dann auch die Anerkennung der politischen Ordnung. Also sozusagen, dass das Leute sind, die hinter der Verfassung ihrer Republik oder hinter dem Grundgesetz stehen. Und nicht nur sozusagen, ja, ja, okay, sondern die das auch als eine Ordnung wahrnehmen und empfinden, die gut ist und die es sich lohnt zu verteidigen. Und zumal gegen diejenigen zu verteidigen, die als Dschihadisten glauben, sie müssten sie in Frage stellen. Aber dann erst als Drittes, wenn das Vorangegangene geklappt hat, Arbeitsmarkt, politische Ordnung, dann kann man auch über kulturelle Gepflogenheiten nochmal nachdenken. Aber auch da würde ich meinen, da funktioniert Integration als eine Tür, die nach innen aufgeht. Das heißt, je heftiger man gegen sie anrennt, je lauter man schreit, aber Leitkultur, nicht? Und was kommt dann Leitkultur? Dann muss ich die Hand geben. Also wenn ich meine Studenten beobachte, die geben sich nicht die Hand. Wenn sie sich berühren, klatschen sie sich ab oder machen irgendwas anderes, nicht? Es sind Gepflogenheiten, die sich ständig verändern. Oder wenn jetzt die Grippe in Berlin wieder um sich greift, werde ich meinen Studenten auch nicht die Hand geben, sondern vielleicht einen Ellenbogen oder was auch immer, oder am besten gar nichts, nicht? Oder es gibt auch andere, die umarmen sich bei jeder Gelegenheit, was ich jetzt sinnvollerweise nicht tue, zumal nicht mit Studentinnen. Aber, also sozusagen kulturelle Gepflogenheiten, die gewöhnt man sich an, die sollte man aber nicht vom Staat vorgeschrieben und verordnet bekommen. Und wenn man sie verordnet bekommt, sind es dann eher Bereiche, gegen die zumal junge Leute Widerstand leisten. Aber wenn man das ganz eigentlich sagt, das funktioniert von selber, wenn die im Arbeitsmarkt sind und wenn die begriffen haben, dass eine politische Ordnung der Freiheit etwas ist, was ihnen zugutekommt, dann klappt auch das Letztere. Vielen Dank. Ja, meine erste Frage haben Sie zumindest zum Teil oder einigermaßen schon beantwortet. Ich habe da ein Zitat gefunden, das heißt, ich glaube, dass sich in den nächsten 2-3 Jahren entscheiden wird, ob die EU eine Zukunft hat oder aber ob das Europaprojekt zerbricht. Das war im Juli 2015 während der Griechenland-Krise und das ist jetzt etwa 2,5 Jahre her, nicht ganz. Das heißt, wir wären jetzt in der Phase drinnen, wo sie sich allmählich entscheiden sollte, wobei sie gesagt haben, ein möglicher Wendepunkt sei jetzt gekommen, den sie dann ausgeführt haben. Wenn ich Sie recht verstanden habe, es bleibt spannend. Ja, was Europa betrifft auch, ja. Ich glaube auch, dass wir im Augenblick an einem solchen Punkt stehen. Es gibt jetzt seit geraumer Zeit wieder die Möglichkeit, das Aktivitätszentrum der Europäischen Union, das man gerne als die deutsch-französische Achse oder die deutsch-französische Lokomotive oder wie die Metaphern alle heißen, beschrieben hat, wiederherzustellen. Macron jedenfalls ist in diese Richtung aufgebrochen. Jetzt muss man mal schauen, wie sich in mancher Hinsicht die Dinge in Frankreich entwickeln. Man muss auch schauen, wie das mit der in Berlin zu bildenden Regierung wird oder sagen wir mal so, wie viel Blockadepotenzial die CSU haben wird. Dann könnte eigentlich wieder Bewegung ins Spiel kommen, denn eines ist sicher richtig, also Udo Di Fabio, der jetzt nicht unbedingt ein Mann der politischen Linken ist, Mama Verfassungsrichter, hat wohl ganz richtig die Europäische Union mit einem Fahrrad verglichen. Das heißt, es bleibt einigermaßen stabil, solange es sich bewegt. Es hat eine Schwierigkeit, wenn es auf der Stelle stehen soll. Und deswegen muss wieder Bewegung in den Laden rein. Stillstand wird in diesem Fall zum Zerfall führen. Sie haben über einen Aspekt nicht gesprochen, der in Macht in der Mitte
die zentrale Rolle spielt, nämlich es liegt ganz wesentlich an der Frage, ob Deutschland eine Führungsrolle in der EU endgültig für sich akzeptiert. Da gibt es ein Zögern, eigentlich haben sie sich das nicht ausgesucht sozusagen, aber ihre Formulierung ist, wenn man schon so lange Zahlmeister ist, dann sollte man auch Zuchtmeister werden. Und ich habe da einen Artikel aus, das ist 2012, also das ist schon 5 Jahre her, in der Wirtschaftswoche, und da heißt es: Deutschland diktiert Europa Sparsamkeit, Fleiß, Disziplin und Gehorsam. Muss Europa preußisch werden? Professor Herfried Münkler sagt: Gewiss, was denn sonst? Und Sie fügen dann noch hinzu: Oder Europa scheitert. Das ist eine rüde Formulierung, aber es ist auch wiederum eine deutliche Klarstellung. Wenn ich Sie recht verstehe, oder es geht aus dem, was Sie gesagt haben, eben jetzt klar hervor, Europa ist bei weitem noch nicht preußisch genug. Ja, also wenn man sozusagen preußisch in Anführungszeichen setzt, in dem Sinne, dass das, was man konsumieren will, zuvor erarbeitet sein muss und dass Europa eine Konkurrenz zu bestehen hat, globalerweise nicht. Die Herausforderung durch China, eine neoprotektionistische Wirtschaftspolitik der USA. Und in dieser Situation müssen die Europäer zusehen, wo sie bleiben, wo sie ihr Geld verdienen. Europa ist kein Kontinent, der, würde jetzt vielleicht im Sinne einer marxistischen Ökonomie sagen, eine Rentenökonomie aufbauen kann, indem man also Erdgas, Erdöl und anderes fördert, kurzum von der Grundrente lebt. Das ist hier nicht drin. Die Europäer leben im Prinzip von Arbeit, Intelligenz und Innovation. Und in dem Sinne ist das zu verstehen. Es ist zugegebenermaßen, wenn Sie das jetzt hier in Wien zitieren, eher die Sicht, natürlich die Sichtweise eines Protestanten auf das Problem. Also wie Max Weber das, nicht, protestantische Arbeitsethik beschrieben hat. Aber wenn der Max Weber das so sagt, dann weiß er natürlich, dass das kein Privileg der Protestanten ist, sondern eine bestimmte Haltung. Und die wollte ich in dieser Frage, glaube ich, auch deutlich machen. Jetzt gar nicht sozusagen so als Appell an die Leute, sondern eher in dem Sinn, ja, eigentlich ist das doch unser europäisches Selbstverständnis und zu dem müssen wir auch stehen. Und wir haben vielleicht ein Problem mit ganz bestimmten Mentalitäten, na, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen soll, im Süden oder im Südosten. Und das Problem war, als Schröder vor der Frage stand, wie das mit dem Euro-Beitritt Griechenlands ist, hat er sich sagen lassen, was trägt denn Griechenland zum Gesamtbruttosozialprodukt der Europäischen Union bei? Und dann haben seine Berater ihm gesagt, 2%. Dann hat er gesagt, spielt ja keine Rolle, machen wir doch. Ja? Dann stellt sich aber plötzlich heraus, dass diese 2% eine ungeheure Bedeutung bekommen, jedenfalls dann, wenn Spekulanten gewissermaßen diese 2% zum Ansatzpunkt machen. Das heißt, wir können uns angesichts der internationalen Konkurrenz solche 2% nur für kurze Zeit leisten. Das alles steckt sozusagen in diesen zugespitzten Formulierungen drin. Ich möchte noch bei dieser Führungsrolle Deutschlands bleiben, bei dieser angedachten und auch realen im Übrigen. Da haben Sie einen interessanten Gedanken, der mir nicht neu ist, aber den ich in Ihrem Buch Macht in der Mitte gefunden habe, in dem Sie sagen, Deutschland sei gerade wegen seiner nationalsozialistischen Geschichte besonders
sagen wir nicht legitimiert, aber besonders befähigt, diese Führungsrolle einzunehmen, weil wer so grauenhafte Verbrechen in seiner jüngsten Geschichte hinter sich hat, der ist und bleibt verwundet und verwundbar. Und ich zitiere jetzt da ganz kurz aus Ihrem Buch, da schreiben Sie: Auf einen politisch unverwundbaren Akteur als europäische Zentralmacht hätten sich die anderen Mitgliedstaaten vermutlich sehr viel weniger eingelassen. Und ein Hegemon, der um seine Verwundbarkeit weiß und sie auf Schritt und Tritt spürt, wird in der Regel auch nicht als Hegemon auftreten. Das ist plausibel. Was mir dabei aufgefallen ist, liegt wiederum in der Sprache, nämlich, dass Sie nicht von Deutschland als einem Makler sprechen, sondern dass Sie von deutscher Hegemonie sprechen in dem Zusammenhang. Das ist, wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist eine sehr deutliche Sprache und das ist ein deutlicher Anspruch. Sie sagen, wenn das nicht klappt, wenn Deutschland diese Rolle nicht übernimmt und wenn es nicht in dieser Rolle akzeptiert wird, dann wird die EU scheitern. Ja, also zwei Punkte. Zunächst mal zur deutlichen Sprache. Ich bin ja kein Politiker, sondern Politikwissenschaftler. Das heißt, ich darf die Wahrheit sagen. Das ist ein großer Vorzug. Ich muss nicht bei jeder Gelegenheit überlegen, wie kommt das denn an und wie muss ich das verdeckt halten. Das heißt, ich kann auch sagen, wenn ich Macht meine, dass ich Macht sage und nicht Verantwortung sage oder so, nicht? Was ja häufig der Fall ist. Das halte ich auch für eine politische Kultur für wichtig, dass es neben der Gruppe der Politiker, die ihre eigene Sprache spricht, die viele Verdeckungstatbestände hat, eine Gruppe gibt von öffentlichen Intellektuellen und Wissenschaftlern, die die Dinge beim Namen benennen, auch in ihrer Zuspitzung und ihrer Schärfe und auch mit der Begriff, mit den Begriffen, mit denen wir sonst Geschichte beschreiben und Akteure beschreiben, sodass man also da nicht glaubt, ja, plötzlich gibt es sowas wie Hegemonie nicht mehr und Interessen und es ist alles nur noch eine schöne, freundliche Sache und hinterher darf man dann sich nicht wundern, wenn einige aufkommen und sagen, ja gut, aber die Dinge werden nicht beim Namen benannt. Also da, glaube ich, habe ich mich immer darum bemüht, die Dinge beim Namen zu nennen, soweit sie einen Namen haben, der mir zugänglich und bekannt ist. Und da ich an der Humboldt-Universität in Berlin eine Professur zu pflegen habe, die heißt Theorie der Politik, bin ich sozusagen eigentlich auch verpflichtet, das zu tun, sonst würde ich meinem Amt nicht nachkommen. Was jetzt die Rolle Deutschlands anbetrifft, da muss man sagen, eigentlich haben, in Anführungszeichen, wir die gar nicht gewünscht. Nicht? Zu sagen, in den 60er und 70er und 80er Jahren noch, hat man sich immer wieder hinter Frankreich versteckt. Das war einer der Schlüssel der gut funktionierenden Zusammenarbeit zwischen Paris und Bonn, dass man gewisse Ideen hatte, die sind aber dann französisch eingetütet worden, auf französischer Sprache vorgelegt worden, klang also dann sehr viel eleganter. Und das hat in der Regel funktioniert und wenn es Schwierigkeiten gab, kam dann Helmut Kohl und hat gesagt, was kostet das? Okay, ich übernehme die Kosten, die dafür anfallen. Also sogenannte Scheckbuch-Diplomatie. Dann kam die deutsche Vereinigung und damit hat sich manches geändert. Um das zu beschreiben, würde ich jetzt mal italienischen Kollegen, Norditaliener, Piemontese, also Preußen Italiens, der mich in Berlin besucht hat und irgendwann dann auf die neuen Bundesländer kam und gesagt hat, jetzt habt ihr auch euer Mezzogiorno. Und man so, hörte sozusagen die Erleichterung. Die haben
uns immer sozusagen in Italien scheel angeguckt wegen dem Mezzogiorno und den Problemen da unten. Und zugegebenermaßen, gerade wir Piemontesen haben da auch drunter gelitten. Und jetzt habt ihr das auch. Aber der Witz war, es ist nicht eingetreten, was der Kollege gemeint hat. Nicht? Die neuen Bundesländer sind zwar in mancher Hinsicht ein bisschen schwierig und ökonomisch stehen sie auch noch nicht so da, wie sie da stehen sollten. Und politisch haben sie ja jetzt eigentümlich gewählt. Aber sie sind kein Mezzogiorno geworden. Mhm. Sodass also nach einer Phase von 10, 15 Jahren, in denen Deutschland sehr mit sich selber beschäftigt war und eigentlich sonst nicht so sich sehr viel um die Dinge gekümmert hat, man plötzlich feststellt, okay, sie sind der bei weitem, der wirklich unendlich bei weitem größte Beitragszähler zur Europäischen Union. Sie haben das bei weitem stärkste ökonomische Gewicht. Aber sie haben die meisten Menschen, und zwar nicht mehr sozusagen, wie man vorher sagen kann, ja, die alte Bundesrepublik, Frankreich, Italien, haben ungefähr 60 Millionen, sondern das sind halt jetzt Verhältnisse 80 Millionen zu 60 zu 60. Ne? Das ist schon ein bisschen was anderes. Aber sie machen sich politisch immer klein. Und dann kam dem damaligen polnischen Außenminister Sikorski in Kabinett Tusk, glaube ich, die Aufforderung, dass die Deutschen ihre Verantwortung wahrnehmen müssen in Europa oder Europa werde nicht vorankommen. Und wenn das von einem polnischen Außenminister kommt, ist das bemerkenswert, sehr bemerkenswert. In der Tat, dann setzte sozusagen auch in meiner Umgebung bei den Kollegen und anderen, wenn er gelegentlich darüber gesprochen hat, die Frage ein, ja, was wird eigentlich aus einem politischen Verband, bei dem der gewichtigste Akteur in der Mitte oftmals untätig bleibt? Gut, bleiben wir bei der Mitte. Sie verwenden immer wieder diesen Terminus Macht in der Mitte und der stimmt ja jetzt auch historisch. Zunächst einmal im Kalten Krieg war Deutschland ein Frontstaat, dann durch den Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums sind sie tatsächlich wieder in die geografisch, auch in die europäische Mittellage gekommen. Und ich kann mich erinnern, dass ich vor Jahrzehnten einen Text von Henry Kissinger in der Hand hatte, einen geopolitischen, der sagt, diese Rolle, die jetzt auf Deutschland zukommen wird, die hätte es in den 30er Jahren bereits erfolgreich haben können, wenn Hitler nicht zu fanatisch gewesen wäre und zu kriminell und zu dumm und so weiter und so fort. Das heißt, das, was Deutschland erreichen hätte können, das ist durch den Nationalsozialismus in den 30er Jahren dann in dieser uns bekannten Weise schiefgegangen. Und jetzt, nachdem es militärisch nicht gelungen war, ist es ökonomisch gelungen. Mhm. Und in einer gewissen Weise könnte man sagen, also zumindest in dem Bereich hat die amerikanische Re-Education etwas gebracht. Oh ja, ich meine, ansonsten kann man sowieso sehen, der alten Bundesrepublik wäre bei der letzten Bundestagswahl die AfD unter 10% geblieben, trotz den Ergebnissen in Bayern, Baden-Württemberg. Was sie so hochgehoben hat, war natürlich der Raum, in dem keine amerikanische Re-Education stattgefunden hat. Das heißt, man den Nationalsozialismus nicht als Nationalsozialismus thematisiert hat in der DDR, sondern als Faschismus, als Klassenkampf oder sonst irgendwas und die rassistischen, fremdenfeindlichen und anderen Elemente immer verschwiegen hat. Sie haben aber schon ab in den 30er Jahren den Nationalsozialismus als Agentur des Kapitalismus missverstanden und ja, genau, haben diese falsche Definition beibehalten. Ja, genau. Also haben sozusagen die Kommentarenlinie durchgehalten und wir, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, haben nicht wirklich begriffen, in der Phase des Beitritts der neuen Bundesländer zum Geltungsbereich des Grundgesetzes, wie das der Vereinigungsprozess hier offiziell hieß, dass wir eine Bevölkerung bekommen, die sich mit der deutschen Geschichte in ganz anderer Weise
beschäftigt haben als die Wessis. Das ist unter der Euphorie einer friedlichen Revolution alles verschwunden. Und interessanterweise kommt das dann so ein Vierteljahrhundert danach hoch. Ich kann mich erinnern, ich saß da in einem Flugzeug, da hat einer neben mir gesessen, der mir irgendwann berichtet hat, dass er mit einer führenden Politikerin der CDU liiert sei. Und dann hat er erzählt, wie die auf irgendeiner Veranstaltung der CDU im Osten war. Und dann hat er ihren Eindruck wiedergegeben dahingehend, dass sie in eine Toilette mit viel brauner Soße reingeguckt habe. Das bringt etwas zum Ausdruck, in zugespitzter Form sicherlich, was die Folge dessen ist, wenn man sich mit dieser Form von Politik, diesem Abschnitt der Geschichte, nur auseinandergesetzt hat, dass dann die Formel, die in der DDR ja zentral war, sie seien die Sieger der Geschichte, nicht? Weil sozusagen auf der Seite der Sowjetunion, was auch immer, seien. Es war ein Verhängnis. Das haben wir aber nicht begriffen und jetzt haben wir halt die Probleme in dieser Form, die bearbeitet werden müssen. Ändert aber natürlich nichts dran, um auf Ihre Frage zurückzukommen nach 1930 und heute. Also 45 ist klar, gibt es keine Macht in der Mitte. Gibt überhaupt sozusagen die geopolitischen Konstellationen Mitte, Ränder oben, unten, rechts, links und sowas überhaupt nicht, sondern die Welt ist geopolitisch für die Europäer geteilt. Deutschland ist Frontstaat. Gut, in mancher Hinsicht ist Österreich das ja auch, weiß es nur nicht, hofft aber drauf, jedenfalls hat mir das mal ein Offizier ihrer Armee erläutert, dass wenn die zweite Staffel der Streitkräfte des Warschauer Pakts durch die Eisenstädter Pforte durchgebrochen sei, die erste Staffel waren die Ungarn, die habt ihr euch offenbar allein getraut aufzuhalten, aber wenn dann die Sowjets gekommen wäre, dann haben man gehofft, dass die NATO einen Nuklearschlag durchführe. Aber Österreich ist im Gegensatz zu Deutschland nicht wichtig. Und vielleicht werden sich manche jetzt auch in Deutschland denken, zum Glück ist es nicht wichtig. Ich würde jetzt, kommen wir mal zur EU zurück und diesen krisenhaften Erscheinungen, die Sie ausführlich beschrieben haben. Sie haben ein Konzept entwickelt, ich weiß nicht, wie weit Sie noch bei dem stehen, aber vor relativ kurzer Zeit galt es noch und ich zitiere hier, in meinem Modell gibt es einen Kernbereich, einen mittleren und einen äußeren Bereich. Dazwischen kann es dann Auf- und Abstiegsmöglichkeiten geben, vergleichbar mit einem Ligasystem wie im Fußball. Aber nicht alle drei können in einem Verbund spielen. In dem Zusammenhang präzisieren Sie dann auch, wer dieser Kern sein sollte. Das sind die alten, die Gründungsstaaten der der EWG 1957, also Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten. Und dann habe ich in einem anderen Text von Ihnen gefunden, Österreich und Skandinavien können dazukommen. Meine Frage ist, wie schätzen Sie denn das jetzt mit Österreich ein, wenn Sie diese Kernidee verfolgen? Wobei ich aber gleich hinzufüge, dass Österreich momentan ökonomisch gut dasteht, über dem EU-Durchschnitt liegt. Ja. Ja. Nehmen Sie uns? Ich schon. Sie zögern, ja. Sie zögern. Nein, ich schon. Ich zögere darum, weil die Frage ist, ob Sie sich das selber zutrauen, angesichts der letzten Wahl. Nicht? Also das Problem, ob Sie nicht doch sozusagen jedenfalls eine Mehrheit der österreichischen Wahlbevölkerung so eine gewisse Nähe zu den Visegrad-Staaten haben. Ja, nein, die Frage ist natürlich, Sie haben schon völlig recht mit dem Zutrauen und jetzt müssen wir korrekterweise einmal sagen, diese ökonomische Position, in der wir momentan sind, die verdanken wir natürlich der abgewählten Regierung.
und klar, nicht der zukünftigen, sondern der abgewählten. Nun hat sich aber in Österreich eine Mehrheit für die Veränderung entschieden. Die Frage ist nur, für welche? Bei der FPÖ ist es relativ klar, die will, dass alles so wird, wie es früher einmal gewesen ist. Das ist auch eine Form der Veränderung. Bei der ÖVP ist es weniger klar. Da gibt es einen jungen Parteichef, aber darüber hinaus kann man noch nicht recht sagen, was das eigentlich werden soll und in welche Richtung das gehen könnte. Sie haben bereits die Außenpolitik, die Fragen der Außenpolitik bei Österreich angesprochen. Da ist schon evident, die FPÖ hat eine gewisse emotionale Nähe zu Putin. Kurz hat eine gewisse emotionale Nähe zu Orbán und Sie haben es auch schon angesprochen, beide Parteien haben eine emotionale Nähe zu den Visegrad-Staaten. Das lassen Sie erkennen, bei der FPÖ völlig eindeutig, bei Kurz ist es auch merkbar. Also was das werden soll, weiß ich nicht. Und damit ergibt sich natürlich in einer gewissen Weise die Frage, wollen die wirklich, sollte es zu einer solchen Kernfiguration kommen, mit dabei sein? Ich nehme an, wenn sie nicht vollständig ihren geistigen Horizont verloren haben, das ja. Aber die Geschichte mit den Visegrad-Staaten und bei der FPÖ mit Putin, das ist schon sehr merkwürdig. Also das, wunderschön, dass Sie sozusagen diesen Punkt nochmal darauf hinzuspitzen. Das ist gewissermaßen eine der Leitideen hinter diesem Modell in der Europäischen Union einer erhöhten politischen Elastizität, das ich mit dem Kern und den Ringen beschrieben habe und das möglicherweise jetzt auch bei deren Verhandlungen im Ergebnis des Brexit doch mehr Konturen gewinnt, also nicht nur sozusagen so ein Professorenprojekt ist, sondern politische Dichtigkeit bekommt. Denn aus der Geschichte von Großreichsbildungen, die der amerikanische Historiker Paul Kennedy vor vielen Jahren beschrieben hat, kennt man den Begriff der imperialen Überdehnung. Das heißt, der Laden ist zu groß geworden. Es sind zu unterschiedliche Akteure dabei. Die Zentrifugalkräfte werden so stark. Und das kann man natürlich dann mit Formen rigider Bindung zu begrenzen versuchen, diese Zentrifugalkräfte, aber das überanstrengt in der Regel die Aufrechterhaltungskosten dieser Großraumordnung. In gewisser Hinsicht kann man das in der Schlussphase des Habsburgerreichs sehen, man kann es in der Schlussphase des Russischen Reichs sehen, man kann aber auch, wenn man ganz großen Abstand haben will, an der Endphase des Römischen Reiches beschreiben. Englisches Weltreich. Und das Englische, ja. So, und natürlich kann man sagen, die Europäische Union ist ein imperiumsähnliches Gebilde, das aber funktioniert durch Einladung und Kohäsion. Nun ist aber klar, dass der Lebensstandard, sagen wir mal Dänemarks, sich fundamental unterscheidet von dem Rumäniens oder Bulgariens, um gewissermaßen so zu Schlusslichter zu nennen. Oder noch schlimmer, von dem eines potenziellen Mitglieds wie Bosnien-Herzegowina, denn das ist denen ja versprochen worden, dass sie irgendwann mal reinkommen, unter der Voraussetzung, dass sie sich nicht wieder mit Messern an die Gurgeln gehen. Ich habe nur eine kurze Zwischenfrage dazu. Was meinen Sie, ist wichtiger in dem Zusammenhang, die Frage des Lebensstandards oder die Frage der Vertrauenswürdigkeit der Justiz? Also ich war immer der Meinung und habe das schon vor 2004, bevor diese Staaten dazugekommen sind, gesagt und geschrieben, ich meine,
das mit dem Lebensstandard wird langsam gehen und das wird lang dauern und so weiter und so fort. Was aber entscheidend ist, dass es gelingt, ein Grundvertrauen in den Staat herzustellen. Mhm. Und wenn dieses Grundvertrauen in den Staat nicht funktioniert, dann ist die Frage an der Kippe viel mehr als in der Frage des Lebensstandards. Grundvertrauen in den Staat heißt Justiz und damit natürlich auch drunter dann die Sicherheitsbehörden, die Polizei und so weiter, die durch die Justiz im Zweifelsfall und im Notfall domestiziert werden müssen. Aber ohne ein Grundvertrauen in die Justiz und gerade in der Europäischen Union ist alles andere, also bestenfalls sekundär. Mhm. Gut, ich meine, Sie haben mir die Frage gestellt, was wichtiger sei. Das fällt mir schon schwer zu beantworten. Aber immerhin lässt sich beobachten, dass Staaten, die keine korruptionsresistenten Eliten haben, in der Regel auch niedrigere Lebensstandards mhm. haben. Während die Länder innerhalb des europäischen Raums, die die höchsten Lebensstandards haben, vielleicht nicht unbedingt nach den Kategorien der von Transparency International seien die Spitzenposition bei Korruptionsresistenz einnehmen, Dänemark schon, aber doch eine hohe Aversion des Ertragens von korrupten Eliten. Gut, das ist vielleicht in Österreich in der politischen Diskussion etwas, es stellt sich das etwas anders dar als bei uns. Aber das ist von großer Wichtigkeit, weil ein Staat, bei dem Justiz, aber auch politische Klasse die Voraussetzungen dafür darstellen, dass man Staatsvertrauen hat mhm. und dass man auch bereit ist, seine eigenen Interessen nicht unter allen Umständen durchzusetzen, weil man darauf vertrauen kann, dass dieses System im Hinblick auf die eigenen Interessen in seiner Funktionsweise diese Interessen besser bedient, als wenn ich versuche, mich andersweitig hineinzukommen. Also insofern würde ich sagen, korruptionsresistente Eliten sind die Voraussetzung von allem. Bin mir aber schon darüber im Klaren, dass neben all dem, was wir bislang besprochen haben, es auch innerhalb der Europäischen Union so etwas wie ein Gefälle an Korruptionsresistenz gibt. Mhm. Und das nimmt erkennbar nach Südosten hin ab. Nicht? Also sagen, kommen wir auch immer wieder zu Demonstrationen, ja. Gerade in Rumänien, da finden die politischen Kämpfe nach wie vor nicht als Kämpfe von unterschiedlichen Parteien, sondern von Infragestellung von Regierungen aufgrund ihrer notorischen Duldung von Korruption statt und so weiter und so weiter. Das ist ein Problem der Europäischen Union und da wäre es natürlich sehr viel gescheiter gewesen, wenn man im Rahmen der Osterweiterung, aber ich will das jetzt gar nicht auf den armen Rumänen und Bulgaren abladen, sondern da könnte man auch Griechenland thematisieren und andere Länder. Ich finde auch diese eigentümliche Steuerpolitik, die Irland treibt, alles andere als ein Beispiel für Korruptionsresistenz. Dass man dann sagt, naja gut, also aus gewissen geopolitischen Gründen sollten die dabei sein, aber nicht zu den gleichen Pflichten und Rechten, sondern in Form einer Abstufung. Das ist natürlich jetzt im Nachhinein schwer durchzusetzen, weil diejenigen, die entsprechende Rechte haben, kaum bereit sein werden, sie aufzugeben. Setzt den Zerbrechen voraus. Ja, man könnte vielleicht also auch sagen, die Macron'sche Idee ist, eher im Zentrum weiter zu verdichten, aber die Peripherie in diesen Verdichtungsprozess nicht einzunehmen, um auf diese Weise so etwas wie eine Handlungsfähigkeit, eine Entscheidungsfähigkeit innerhalb der Europäischen Union herzustellen, die ein bisschen mehr ist als Küsschen, Küsschen, was Juncker ja als Diplomatie betreibt. Frage dazu, was kann man denn mit diesen ehemaligen Ostblockstaaten, die blockieren und gleichzeitig Nettoempfänger sind, Sie haben es ja angesprochen, was
könnte man denn da machen? Ich meine, man kann sanktionieren beim nächsten Mal, beim nächsten Finanzausgleich, der glaube ich 2020 ist, kann man sagen, so geht es mit euch nicht weiter. Das ist immerhin eine mögliche Handhabe, die es gibt. Da hat man auch den Hebel über die Brexit, nicht? Aber weil Großbritannien nicht mehr dabei ist, kann man sagen, es ist halt weniger Geld im Topf. Ja? Das wäre eine Möglichkeit. Ist aber natürlich nie so elegant. Also ich meine, statt Sanktionen sind Gratifikationen eigentlich das schickere Mittel. So hat es auch die EU bislang immer gemacht. Nur haben die halt die Gratifikationen eingesammelt und danach sich anders verhalten. Also wird es vielleicht doch auf Sanktionen hinauslaufen. Ja, es ist, also dass Sie verlangen eine gemeinsame Verteidigungs- Union, die muss es auf jeden Fall geben und gemeinsame Außenpolitik viel stärker. Die Sozialunion halten Sie für eine Illusion. Ja. Aber die Frage ist, ob man nicht doch im finanz- und im wirtschaftspolitischen Bereich zu einer stärkeren Einigung kommen könnte. Ich sage Ihnen ein paar Beispiele, etwa die Finanztransaktionssteuer einzuführen oder gegen, Sie haben gerade Irland angesprochen, das Steuerdumping innerhalb der Europäischen Union zu unterbinden und zu unterbinden, dass Megakonzerne zur Steuervermeidung sich hier bei uns festsetzen. Mhm. Und jetzt füge ich hinzu, das wären alles Maßnahmen, da gibt es natürlich noch eine ganze Reihe andere, die eine ganz eindeutige Mehrheit bei der Bevölkerung der EU hätten. Also das wäre, wenn man ständig davon redet, über die Legitimation und die Attraktivität der EU, das alles wären Maßnahmen, die unglaublich attraktiv wären, aber es gibt die bekannten Probleme, die mit der Grundstruktur der EU meines Erachtens zusammenhängen. Oder der Europäischen Gemeinschaft. Es passiert nicht. Ja, Herr Hoemer, vielleicht entsteht eine neue Handlungsfähigkeit durch das Ausscheiden Großbritanniens, das nicht nur in der Frage der Verteidigungsgemeinschaft blockiert hat, sondern auch in vielen Steuerfragen. Da ist es halt ein Unterschied, ob, was weiß ich, Malta diese Sperrposition einnimmt, die kann relativ leicht überwunden werden, oder aber Großbritannien. Das muss man sehen, in welcher Weise da jetzt Bewegung ins Spiel kommt. In dieser Form, wie Sie das jetzt beschrieben haben, glaube ich, gibt es auch gar keine Probleme. Ja, das ist eigentlich, alles, was Sie beschrieben haben, würde ich sagen, gehört tendenziell zu den Selbstverständlichkeiten eines Verbundes wie der Europäischen Union, die aber nicht eingelöst worden sind. Was die Frage einer nun tatsächlich so zu benennenden Sozialunion anbetrifft, ist auf absehbare Zeit das Gefälle des sozialen Lebens einfach zu groß, um das Illusion herzustellen. Nicht? Nein, das schließt das nicht aus, dass irgendwann einmal, das sehe ich jetzt für meine Lebenszeit nicht. Illusion. Aber wenn wir jetzt zu den, Sie haben wesentliche Defizite der EU angesprochen, 3, und ich habe mir überlegt und bin auch auf 3 gekommen, die sind in dem Fall andere. Das erste ist, dass die Europäische Gemeinschaft in der zweiten Hälfte der 50er Jahre aus völlig einsehbaren Gründen, weil es anders überhaupt nicht gegangen wäre, als reine Wirtschaftsgemeinschaft gegründet worden ist. Wäre damals gar nicht anders möglich gewesen. Das Problem ist nur, dass sie bis zu einem gewissen Grad es geblieben ist mit ihrer Elitenbildung und mit ihren zu starken Lobbys, über die wir mittlerweile ja viele Berichte haben. Das heißt, dass die ökonomischen Interessen gegenüber den politischen in der EU immer noch doch sehr dominant sind. Der zweite Faktor, den ich allerdings für nicht so wichtig halte, aber ist auch ein erkennbarer, die EU war offensichtlich auf Krisensituationen nicht ausreichend vorbereitet. Ja. Die sind davon ausgegangen, dass es immer noch so weitergehen kann. Und der dritte Faktor, den halte ich mit Abstand für den wichtigsten,
ist der, die Europäische Union hat keine Erzählung. Sie hatte eine am Anfang, als sie als großes Friedensprojekt gekommen ist. Das lockt mit Ausnahme von unserer Generation niemand mehr hinter dem Ofen hervor. Sie hat keine große Erzählung. Das ist, darüber schreibt zum Beispiel der Robert Menasse jetzt in seinem neuen Roman Die Hauptstadt. Das halte ich für das größte Problem der Europäischen Union, das nicht eins ist, die Geschichte mit den Lobbys und mit all dem, das ist selbstverschuldet. Ja. Aber dass die große Erzählung fehlt, das ist halt so. Aber das ist wirklich ein Verhängnis. Aha. Gut, also zwei Punkte. Fangen wir mit der Frage der Konzentration aufs Ökonomische an. Das hatte unmittelbar etwas mit der Erfahrung des Krieges zu tun. Und noch vor den römischen Verträgen geht das mehr mit der Montanunion los, die sicherstellen soll, dass Deutschland nicht kriegführungsfähig ist. Nicht? Sozusagen die Vergemeinschaftung der Bereiche, die für den Bau von schweren Geschützen und Panzern zuständig ist, zwischen Deutschland und Frankreich, soll den Franzosen in ihrem exzessiven Sicherheitsbedürfnis und ihrem gleichzeitigen Misstrauen gegenüber den USA, nicht? Diese Gewissheit geben. Das heißt sozusagen, die Verschränkung bestimmter ökonomischer Felder, zunächst im Montanbereich, dann in anderen, ist eine Barriere gegen die Kriegführungsfähigkeit von einzelnen Staaten. Das fällt vielleicht heute ein bisschen schwer, sich vorzustellen, sind aber damals noch sehr relevante Überlegungen. Muss man auch noch daran erinnern, dass der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß ja für eine Nuklearbewaffnung der Bundeswehr gewesen ist und so weiter und so weiter. Sodass das ein Problem löst und andererseits einen Vorteil darstellt, weil es klar ist, dass die Herstellung eines gemeinsamen Marktes, das war ja das ursprüngliche Projekt, eigentlich einen befeuernden Effekt für die Ökonomien hat. Sodass also die Leute auch erfahren, Europa bringt was, nicht? Und sozusagen die Geschichte, die dann dahinter steht, als eine Zone oder eine Sphäre des Friedens und des Wohlstandes, ist die Erzählung, die gewissermaßen allein zu dieser ökonomischen Verschmelzung passt. Aber dann, sonst machen die Regierungen, de Gaulle hatte die Formel, Europa der Vaterländer, alles andere selber. Das hat sich dann als so nicht machbar oder zu eng erwiesen und es kamen eigene Dynamiken ins Spiel. Und jetzt kommt der zweite Punkt herein, den Sie erwähnt haben, nämlich das Abschmelzen, das Verschwinden der großen Erzählung. Das hat man, gut, Politiker sind jetzt vielleicht auch nicht besonders musikalisch für Literatur oder Narrative über lange Zeit nicht ernst genommen, in welcher Weise eine solche große Erzählung der Konkurrent für das kleine Rechnen ist. Das kleine Rechnen ist sozusagen die Geschichte, oh, zahlen wir so viel ein, was bekommen wir eigentlich raus, nützt uns das mehr oder nützt uns das weniger? Und in gewisser Hinsicht ist das gegenwärtige EU-System so aufgebaut, nicht? Und verschiedene Parteien, die beschönigend europaskeptisch genannt werden, agieren genau auf dieser Ebene. Ob das jetzt die Nationalkonservativen in Polen oder verschiedene rechtspopulistische Parteien sind, aber letzten Endes dann auch linkspopulistische Parteien in Griechenland oder in Spanien, Podemos. Ein solcher Verbund ist nicht besonders stabil, nicht? Weil er, Sie haben gesagt, ja, mich auf eingestellt auf Krisen, er ist nicht wetterfest. Die große Erzählung ist gewissermaßen das, was ein Projekt wie das Europaprojekt trägt und ihm hinweghilft über Situationen, in denen man über längere Zeit einfach mal mehr einzahlt, als man rausbekommt. Das ändert sich dann auch wieder. Da ist die große Erzählung gewissermaßen eine motivationale Ressource. Die gab es, Friedensprojekt, die gab es auch in historischer Hinsicht, weil man ja sagen konnte, dieses Europa der Sechs war ungefähr das Reich Karls des Großen. Das ging zwar nur bis Rom, alles unten drunter war halt
Mezzogiorno, würde der Kollege sagen. Das Reich Karls des Großen endete im Übrigen auch an der Elbe und so weiter. Das heißt, man konnte sagen, wenn man jetzt Deutschland und Frankreich ins Zentrum gestellt hat, die EWG ist die Rückgängigmachung des Vertrags von Verdun, in dem 850 das Ostfränkische und das Westfränkische Reich geteilt worden ist, mit zunächst Lotharingien in der Mitte, aber das verschwindet. Ja. So. Das heißt, das Ganze hatte eine gewisse Kohärenz, nicht? Man kann sagen, ach, den Fehlweg, der da 1000 Jahre lang gegangen worden ist, nicht? Und dann haben wir uns als Deutsche und Franzosen obendrein noch immer in Italien getroffen und dort Schlachten gegeneinander geschlagen, jedenfalls das Mittelalter und die frühe Neuzeit ist das ja häufiger der Fall. Das machen wir jetzt alles ganz anders. Aber schon mit weiteren Süderweiterungen und dann mit der Norderweiterung und mit der Osterweiterung fiel sozusagen die karolingische Erzählung weg. Und dann und der kam Krieg noch hinzu, ist auch immer weiter weg gewesen. Ja, ich meine, die Generation derer, für die Krieg eine Präsenz hatte, wichtig war, ja. Die ist weggestorben. Nicht? Das war die Generation meiner Eltern. Ja. Ich bin Jahrgang 51. Ich meine, ich kann mich zwar noch erinnern, an der Hand meines Vaters da so durch Ruinenlandschaften gegangen zu sein, aber es sind sehr ferne Erinnerungen. Und das spielt schon für mich keine zentrale Rolle mehr. Und inzwischen gehöre ich ja auch eher zu den Älteren, und für Jüngere ist das nicht das Zentrale. Die bräuchten aber so etwas. Ja. Nun kann man sowas nicht erfinden, nicht? Das ist der Versuch bei Menasse im Roman, wie weit ja, also, gut, wo man dann kommt auf auch, die europäische Hauptstadt Auschwitz. Wie auch immer, also der Hauptstadtroman, das Brüssel, das mag schon ganz gut funktionieren, aber solche Erzählungen funktionieren ja im Sinne von Challenge and Response. Also man identifiziert eine große Herausforderung und man erzählt, wie man diese Herausforderung bestanden hat. Ich hätte mir vorstellen können, dass der Umgang mit den Flüchtlingen gut, eine solche hätte werden bleiben können. Wir dabei. Ja. Bleiben wir dabei. Ihre Behauptung ist, und das könnte der Ansatz zu einer Erzählung sein, Bundeskanzlerin Merkel hat im Jahr 2015 Europa gerettet, insbesondere die Balkanstaaten gerettet, als sie erklärt hat, wir schaffen das. Und ich füge hinzu, der künftige österreichische Bundeskanzler hält das nach wie vor für einen schweren Fehler, den ihre Bundeskanzlerin begangen habe, wobei ich jetzt aber auch noch hinzufüge, korrekterweise, dass eine Koalition zwischen CDU und AfD in Deutschland vollständig undenkbar wäre, während in Österreich gerade eine Koalition zwischen ÖVP und FPÖ geschmiedet wird. Und wenn man sie im Fernsehen sieht, dann fragt man sich, warum lachen die immer? Die lachen immer im Fernsehen. Und, vielleicht kitzeln die sich. Ja, und man kann natürlich dann anschließen, was ist denn das für ein merkwürdiges Bürgertum in Österreich, ja. wo einem beträchtlichen Teil dieses sogenannten Bürgertums nicht auffällt, was das heißt, wenn man mit der Freiheitlichen Partei eine Koalition eingeht. Gut, also aber jedenfalls die Frage ist, 2015 die große Entscheidung, wie es mit Europa weitergeht. Ja. Also ich habe im Gegensatz zu dem, was der eigentümliche Peter Sloterdijk in der Kontroverse mit mir in der Zeit behauptet hat, der Frau Merkel nicht auf dem Schoß gesessen und weiß deswegen auch gar nicht, was wirklich ihre Gedanken gewesen sind. Das ist aber nicht wichtig, sondern wenn man das Handeln der Regierung als eine rationale Abwägung von Alternativen mit der Entscheidung für eine bestimmte Option beschreiben kann,
dann gibt es keinen Grund zu sagen, aber ganz andere Gesichtspunkte mögen eine Rolle spielen. Das kann sein, dass irgendwelche kleinteiligen Historiker hinterher zu den Ergebnissen kommen, die haben aber, weil sie Schnupfen hatte, sich so entschieden oder sonst irgendwas. Aber im Hinblick auf die Bewertung dieser Entscheidung geht es um die Frage, was waren die Alternativen, was hätten die gekostet? Der erste Punkt wäre gewesen, ich meine, wird ja schon falsch dargestellt, indem gesagt hat, Frau Merkel hat die Grenzen geöffnet. Das stimmt nicht, die Grenzen waren offen. Man hätte sie zumachen müssen. Und das wäre vielleicht bei Passau möglich gewesen, nicht? Weiß ich, Bayerische Landespolizei, Bundespolizei, gegebenenfalls dann auch Bundeswehr, NATO-Stacheldraht ist sicherlich noch hinreichend da und so weiter und so weiter. Dann hätte Herr Faymann vermutlich seine Grenzen entsprechend schließen müssen, weil das wäre dann alles nach Österreich reingelaufen. Na gut. Dann hätte Orban seine Grenzen geschlossen, es hätte alles gewissermaßen die Deutschen entlastet, weil die wären dann gar nicht mehr so weit gekommen. Aber es gibt einen Bereich, da wären sie dann gewissermaßen gestaut gewesen und das wäre irgendwo südöstlich der ungarischen, serbischen Grenze gewesen. Dort, wo wir wissen, dass die administrativen Kapazitäten der Staaten in dem Gefolge eines Bürgerkriegs, der ja gerade ein Jahrzehnt vorher beendet oder etwas mehr beendet worden war, sehr niedrig sind. Wo wir wissen, dass eine ausgesprochen fragile ethnisch-religiöse Situation da ist, sodass die Ankunft von, sagen wir mal bescheiden, es wären nur 500.000, 600.000 Muslime gewesen, die sich in diesem Raum gestaut hätten, mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu geführt hätten, dass der dortige Bürgerkrieg wieder ausgebrochen wäre. Gut, kann man ja sagen, wenn wir unsere Grenzen dicht halten, ist uns doch egal, was da passiert. Also natürlich ein ziemlich dummes Argument, weil es dann nicht nur um die 500 bis 600.000, die irgendwie aus Afghanistan, Syrien oder wie auch immer über die Ägäis gekommen wären, sondern dann wäre gewissermaßen die gesamte Bevölkerung des zentralen Balkan, des östlichen Balkan in Bewegung gekommen, dann wäre dort ein innergesellschaftlicher Konflikt nachhaltiger Art gewesen. Merkel hat das einmal gesagt, er hat gesagt, die Alternative wäre gewesen Krieg. Das war natürlich dann so hochgegriffen, sie hat es auch nicht erklärt, dass es nicht weiter ankam. Zweiter Punkt, Griechenland wäre auf der Stelle auseinandergebrochen. Das heißt, das hätten wir gewissermaßen in aller Form der Prolongierung von irgendwelchen Krediten und derlei mehr abschreiben können. Und der dritte Punkt gewesen, wie hätte dann Europa dagestanden, nicht? So wie jetzt vielleicht Burma mit den Rohingyas oder wie auch immer. Also eine völlig unmögliche Situation. Ich glaube, dass in dieser Situation Frau Merkel eine sehr mutige, um nicht zu sagen tapfere Entscheidung getroffen hat, die ähnlich der ist, die Gerhard Schröder einmal getroffen hat, als er die Raison Deutschlands oder der Bundesrepublik höher gestellt hat als die Raison der eigenen Partei. Und das war bei den Arbeitsmarktreformen, also Agenda 2010. Sie erinnern sich vielleicht, damals war Deutschland... Was der Sozialdemokratie schwer auf den Kopf gefallen aber ist. Furchtbar, nicht? Aber Deutschland war damals der kranke Mann Europas in wirtschaftlicher Hinsicht. Mhm. Und das genuin Sozialdemokratische dabei an dieser Überlegung war, wir müssen es schaffen, nicht den britischen Weg zu wählen, zu deindustrialisieren und eine Dienstleistungsgesellschaft zu werden, sondern industrielle Zentralbereiche aufrechtzuerhalten. Denn nur diese industriellen Zentralbereiche setzen uns in der Lage, einigermaßen Kohäsion herzustellen. Dienstleistungsgesellschaft hat eine ungeheure Spreizung des Einkommens. Das ist klar, nicht? Der Rechtsanwalt und die Putzfrau, nicht? Das könnte gelegentlich in der Stunde ein Faktor von 1.000 werden. Wohingegen Industriegesellschaft aufgrund der Rolle der Industriegewerkschaften, des Normalarbeitstages, des Normalbeschäftigungsverhältnisses eine gewisse Kohäsion in diesem Bereich. Da hat er bei der Schröder eine sehr tapfere Entscheidung getroffen, die die Sozialdemokratie getroffen hat. Und ich würde sagen, die Merkel hat es ihrerseits gemacht in dieser Frage. Sie hat Europa-Raison höher gestellt als die Parteiraison, denn der war schon klar, dass es innerhalb der CDU Gruppierungen gibt am rechten Rand, bei den Konservativen, die diese Entscheidung nicht gut fanden. Mhm. Das ist Politik.
man könnte im Sinne von Karl Schmidt sagen, sie hat über den Ausnahmezustand entschieden. Denn es war effektiv ein Ausnahmezustand, ja. In dem sie sich befunden hat. Ja. Und das heißt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und insofern hat sie sich absolut souverän verhalten. Gleichzeitig ist es aber natürlich schon so, dass es durchaus berechtigte Angst gibt. Sie sind, habe ich eine Formulierung gefunden, in der sie in einer vergleichsweise aggressiven Weise an diese Angst vor Konkurrenz herangehen. Da schreiben sie, das ist auch der Hintergrund der teils aggressiven Ablehnung. Den knallrechten jungen Männern, dumm, fett und faul, schwimmen die letzten Fälle davon. Ja, das ist auch so, das stimmt. Wenn Sie nach MacPom kommen, und die gibt's sehen Sie auch. Die. Nein, da muss man nichts entschuldigen, die gibt es auch. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass es insgesamt, das sagen wir grob gesprochen, untere Drittel der Gesellschaft sowohl in Einkommens- als auch in Bildungsfragen trifft und dass die in eine neue, wirklich ernsthafte Konkurrenzsituation auch kommen, um Jobs, um Wohnungen, um die Höhe der Unterstützung und so weiter und so fort. Etwas, ich kann mich erinnern an einen Text oder ein Interview mit La Fontaine, der das gleich vorausgesagt hat, dass das passieren wird. Und natürlich gibt es schon durchaus reale Gründe für die Angst. Ja, das ist schon richtig. Die Angst ist allerdings etwas Diffuses. Also wem soll ich das eigentlich erklären? Ich meine, Sie sind ja in Wien und Sigmund Freud hat diese Differenz zwischen Angst und Furcht zentral gemacht. Erfunden hat es vielleicht Kierkegaard. Angst ist ein unspezifisches Unwohlsein, das nicht benennen kann, wovor es sich ängstigt. Es ist sozusagen eine Existenz in der Welt, die sich unwohl fühlt, wohingegen Furcht objektbezogen ist. Ich weiß, wovor ich mich fürchte. Es gibt im Deutschen also natürlich auch, ich ängstige mich vor, aber das ist falsches Deutsch. Ich fürchte mich vor einem Objekt, aber ich ängstige mich allgemein und diffus. Die Aufgabe von Politik besteht also als erstes darin, Ängste, die auftreten und die immer mal wieder auftreten, in Furcht zu verwandeln. So, und dann kann man sagen, okay, klar, es gibt so etwas wie, in der marxischen Theorie würde das heißen, in deren Verlängerung industrielle Reservearmee. Industrielle Reservearmee, also eingesetzt, um Löhne zu drücken. Nun hat der Oscar Lafontaine aber nicht wirklich realisiert, dass es ja gar nicht um ausgebildete Facharbeiter geht, die da kommen und dann massenhaft hier anstehen und der IGM oder der IG Bergbau und Chemie oder wem auch immer in den Rücken fallen, sondern dass wir diese Leute eigentlich erst fit machen müssen, diese Jobs zu erfüllen, sodass es Phasen und Möglichkeiten gibt, erstens den Arbeitsmarkt entsprechend zu reorganisieren und zweitens auch dafür zu sorgen, dass das, was, also 6 Millionen in 17 Jahren, sagte ich schon, nicht, werden fehlen, dass das nachwächst, weil natürlich der Sozialstaat letzten Endes davon lebt, dass das Beschäftigungsniveau tendenziell stabil bleibt. Ja. Das heißt, Lafontaine und seine Lebensgefährtin, Frau Wagenknecht, haben ein bestimmtes Problem, das ein klassisches Problem der politischen Linken ist, aufgegriffen und einseitig gelöst. Ich meine, ich weiß sehr gut, wie das in der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie immer wieder diskutiert worden ist und bearbeitet worden ist. Nicht auf der einen Seite wollen sie sich natürlich abschotten gegen die industrielle Reservearmee, die aus dem russischen Teil Polens kommt und eingesetzt wird, vor allen Dingen natürlich in den produktiven Bereichen der Montanindustrie, also im Ruhrgebiet,
aber auch als Erntearbeiter. Auf der anderen Seite erzählen sie aber natürlich immer was von Internationalismus. Da kann man schon sehen, wie hier auch eine Lebenslüge der politischen Linken ist, die lange Zeit nicht besonders relevant geworden ist, nicht? Aber in der Situation jetzt hat sie sich gezeigt. Zeigt sich auch darin, dass ganz viele von der Partei Die Linke, also sozusagen vorher Oskar und Sarah und wen auch immer gewählt haben, blau geworden sind, also zur AfD gegangen sind. Das ist eine der interessantesten Wählerbewegungen. Ja. Ne? Das, so. das hat damit was zu tun. Ja. Und gewissermaßen der andere Teil der politischen... Das ist vor allem in der ehemaligen DDR passiert. Genau, ja. Und der andere Teil der politischen Linken, der das mit dem Internationalismus ernster genommen hat, das war also sozusagen ein Kampf zwischen zwei Gruppierungen der politischen Linken, den kann man natürlich auch schon am Ausgang des Ersten Weltkrieges beobachten, in den verschiedenen Elementen der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie und der Gewerkschaften. In mancher Hinsicht geht er zurück bis hin zu diesen Emigrantenzirkeln, aus denen der Marxismus entstanden ist. Die waren natürlich alle international, weil sie nirgendwo zu Hause waren, immer auf der Flucht sein mussten. Aber die Arbeiterbewegungen zu Hause hatten eine sehr starke nationale Rückbindung. Ich möchte wieder zu den Flüchtlingen, respektive zu den neuen Deutschen, dem Buch, das Sie gemeinsam mit Ihrer Frau geschrieben haben, zurückkommen. In Ihrer Definition sind diese neuen Deutschen nicht nur die Flüchtlinge oder Zuwanderer, wie immer wir sie bezeichnen, die dazukommen und sich in Deutschland integrieren wollen, sondern auch diejenigen unter den, nennen wir sie Einheimischen, die diese Herausforderung bereit sind, auch anzunehmen und die unter anderem auch mit den Zahlen argumentieren können, die Sie vorhin gebracht haben. Sie sagen, es wird, um das Sozialsystem aufrechtzuerhalten, um das Beschäftigungsniveau aufrechtzuerhalten, wobei wir nicht wissen, die Experten sind völlig uneins, das haben Sie auch angesprochen, ob wir in Zukunft mehr oder weniger Arbeitskräfte brauchen. Aber gehen wir jetzt einmal davon aus, um das Beschäftigungsniveau aufrechtzuerhalten, braucht, sagen Sie, Deutschland eine jährliche Zuwanderung? Nein, das sagen nicht Sie, sondern das liegt, glaube ich, in vielen Publikationen vor, von 700.000 bis zu einer Million. Wenn ich das jetzt auf die österreichischen Verhältnisse umlege, dann komme ich auf ein Zehntel. Das heißt 70.000 bis 100.000. Das ist genau das, was wir vor zwei Jahren, 2015, gehabt haben, von dem es aber in der österreichischen Politik heißt, das darf sich nie mehr wiederholen. Also, aber das ist die Situation. Die Zahl wird im Großen und Ganzen, auch in Deutschland, in Österreich sowieso nicht, von einer Mehrheit, das hat ja gerade das Wahlergebnis gezeigt, von einer Mehrheit nicht akzeptiert, aber sie wird, nehme ich an, diese Zuwanderung, 700.000 bis 1 Million, weil auf die jungen, fetten, arbeitslosen, beleidigten, von denen Sie gesprochen haben, auf deren Reproduktionskraft ist nicht zu zählen. Also die Zahl wird auch in Deutschland, glaube ich, nicht akzeptiert. Ja, es ist eine Frage gewissermaßen, wie man diese Zahl erzählt und bebildert. Wir sind ja sozusagen in einer Epoche, die man nach dem Iconic Turn, also der Wendung wieder zu Bildern, an sich bewegt. Und wenn dort gewissermaßen ins Bild treten Menschenströme, die daherkommen, nicht, und das entsprechend kommentiert wird, dann tritt uns das als ein bedrohliches Ereignis gegenüber. Die Formel bei uns heißt vermutlich in Österreich auch Kontrollverlust.
Wenn man das aber erzählt, sagen wir mal durchaus im Hinblick auf eine Zahl 700.000, als das Anwerben genau der Arbeitskräfte, die man braucht, um den Facharbeitermangel, den man hat, auszugleichen. Und die Leute also gewissermaßen nicht abgerissen und wie das halt einem so ist, wenn man diese Balkanroute hinter sich gebracht hat, zeigt, sondern als solche, die in Fabriken einwandern, dann kann ich mir schon vorstellen, dass solche Zahlen akzeptiert werden. Man muss sie erstens begründen, man darf sie nicht als Kontrollverlust darstellen. Gut, zugegebenermaßen, das wäre auch ein anderer Vorgang. Also es ist etwas anderes, sagen wir mal 700.000 Arbeitskräfte anzuwerben und einzusetzen, als wenn die halt so einfach kommen. Mhm. Und so weiter. Nun ist es nach meinem Dafürhalten eine strategische Fehlentscheidung des Kanzleramtes gewesen, zu sagen, wir kommunizieren das Problem, das wir gelöst haben, indem die einfach bei uns reingekommen sind, rein humanitär. Ja. Das haben sie gemacht, nicht? Und das ist zwar wunderbar und auch die Bilder von dem toten Kind, die haben zunächst einmal eine Welle der Hilfsbereitschaft stimuliert, aber Bilder haben eine geringe Halbwertszeit. Und Hilfsbereitschaft als reine Hilfsbereitschaft auch so. Ich möchte noch auf Ihr Buch kommen, weil Sie argumentieren anders. Zunächst einmal stellen Sie fest, dass Sie und Ihre Frau, dass in der historischen Dimension diese Flüchtlingsbewegung, die es etwa 2015 gegeben hat, in keiner Weise so außergewöhnlich sei. Ganz nebenbei füge ich hinzu, die Klimaforscher sagen uns, es werden nach menschlichen Ermessen ganz andere Flüchtlingsbewegungen auch auf uns zukommen. Sie argumentieren ganz stark auch ökonomisch, wir brauchen sie. Mhm. Daher ist die Integration so wichtig, weil sie nur über den Arbeitsplatz gehen kann. Und Ihre Definition, wer in dieser Gesellschaft Aufnahme finden will und hier bleiben will und ein neuer Deutscher werden will, an den stellen Sie relativ hohe Integrationsanforderungen. Also es werden beide Seiten, werden beide Seiten gefordert. Mhm. Und es gab natürlich schon zu Recht, ich habe mir das gedacht beim Durchlesen des Buches, das ist schon ein ziemlich ausgeprägtes kapitalistisches Konkurrenzsystem, das Sie hier skizzieren, indem Sie auch sagen, diese neuen Deutschen, die zu uns kommen sollten, nur in absoluten Ausnahmefällen auf Unterstützung, auf Soziale angewiesen sein. Sie müssen zuerst einmal im Integrationsprozess für die Arbeit vorbereitet werden, damit sie in den Arbeitsprozess einsteigen können. Aber in dem Moment, wo sie drinnen sind, gibt es sozusagen keine Würsteln mehr. Also sie sollten nur in wirklichen Ausnahmefällen sozial unterstützt werden. Und da habe ich mich gefragt, das ist ein Modell, das natürlich die Industrie freut, die auch dringend diese Arbeitskräfte braucht. Aber so wie Sie das skizzieren, geht das schon relativ stark auf Kosten der Solidargemeinschaft. Würde ich jetzt nicht sagen, sondern die Leute treten in die Solidargemeinschaft ein. Die Solidargemeinschaft ist eine, die gewissermaßen die auf Geben und Nehmen beruht. Die meisten derer, die gekommen sind, sind ja relativ junge Leute. Also welche, bei denen unter den Minimalvoraussetzungen von Solidarzumutungen, Solidaritätserwartungen man nicht sagen kann, die können sich jetzt in die Hängematte legen, die aber gleichwohl zunächst einmal, wir nennen das Empowerment, also befähigt werden müssen, in den Arbeitsmarkt einzutreten, wobei freie Gesellschaft
das keine Garantie dafür ist, dass die auch hier bleiben. Nicht? Kann möglicherweise sein, die Bundesrepublik investiert in die, bildet sie aus und dann stellen sie fest, ach, das ist aber schick, in Dänemark oder in Skandinavien oder in den USA verdiene ich aber sehr viel mehr mit diesem deutschen Abschluss und tschüss. Ja. Ja, das gehört auch dazu, nicht? Also, dass man gewissermaßen nicht ihnen sagt, wir investieren in euch, aber ihr müsst das dann 10 Jahre abdehnen. Das machen die Schlepper. In anderer Weise investieren gar nicht, sondern die verwenden sie rüber und dann müssen sie abdehnen. Sondern wir investieren wirklich in sie. Und dann gewissermaßen unter den Bedingungen der Knappheit von Arbeit sind die ja so schlecht gar nicht aufgestellt. Das heißt, wir haben ja ein Interesse daran, wenn sie tüchtig und leistungsfähig sind, sie bei uns zu halten und ihnen auch nicht schlechte Löhne zu zahlen. Das ist das eine. Das andere ist, das sind Leute, die kommen aus Kulturen mit einem relativ ausgeprägten Ehrempfinden und Selbstwertgefühl. Wir tun uns und ihnen keinen Gefallen, wenn wir sie in der Erfahrung von Abhängigkeit halten. Ja. Ich glaube auch, weil ich jetzt gerade in Wien auf einer Konferenz war, in der es um Fragen der Terrorismusprävention ging. Wenn wir die Leute, die in den letzten Monaten, 1,5 Jahren als sogenannte Homegrown Terrorists, also hier sich irgendwelchen dschihadistischen Parolen angeschlossen haben und furchtbare Taten begangen haben, angucken, dann sind die in den Bereich der Kleinkriminalität vorher reingerutscht, haben sich die ganze Zeit darin bewegt, gehurt, gesoffen, was auch immer, also jedenfalls kein besonders muslimisches Leben geführt und kommen dann an eine Situation der Ausweglosigkeit und dann greifen sie sozusagen nach dem Strohhalm des Dschihadismus und machen eine Bedeutungsinvestition und derlei mehr. War bei das dem heißt, in Nizza so, bei dem in Berlin genau. so, das sind eigentlich Kleinkriminelle, die dann... Genau. Ja. Und deswegen muss man darauf ein Auge haben, nicht? Und unsere Vorstellungen im Hinblick auf Arbeit ist auch etwas, was gerichtet ist gegen gewissermaßen selbstläufige Tendenzen der, wenn Sie so wollen, schattenkapitalistischen Organisation dieser Migrationsprozesse. Gut. Wo Schleuser die Leute sozusagen zu Sklaven machen und die dann dazu zwingen, hinterher als Dealer oder Ticker oder jedenfalls in diesem kleinkriminellen Bereich die Schulden, die sie haben von 10.000, 15.000 Euro für den Transfer hierher abzuarbeiten. Das kann unser Interesse nicht sein. Das, und das fördert auch Angst und Furcht. Einer der Gründe, warum die Religionsfrage, also konkreter Islam, in Ihrem Buch keine spezielle Rolle spielt, die sehen Sie in erster Linie als soziale Frage, weil das überwiegende Gros der Muslime zunächst einmal sozial und einkommensmäßig in der Unterschicht logischerweise angesiedelt sein wird. Und darüber hinaus gibt es die Grunderfordernisse, die eine liberale Gesellschaft stellt. Religion ist Privatsache, Lebensform, Wahl des Partners sind Privatsache und der Respekt vor dem Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist eine Voraussetzung. Wie wir wissen, gibt es eine kleine gefährliche Minderheit, die sich nicht daran hält, aber im Prinzip stufen Sie in Ihrem Buch die Islamfrage, die als kulturelle Frage hochgespielt wird, ganz tief hinunter. Ja, ich meine, wir hatten uns darüber verständigt, dass wir dem Osama bin Laden den Triumph nicht gönnen wollen. Gewissermaßen die religiöse Zuschreibung zu einer Identitätskategorie zu machen. Sie erinnern sich vielleicht, vor 10 Jahren hießen die Leute noch Türken, Libanesen, Ägypter, Tunesier, was auch immer. Und auf einmal ist die Sammelkategorie alles Muslime. Das ist gewissermaßen das Projekt von Al-Qaida gewesen, also gewissermaßen die Überwindung der nationalen Zurechnung, von denen diese Gruppierung gesagt hat, naja, das ist ein Projekt des europäischen Kolonialismus und wir sind alles Muslime. Das ist natürlich ein Schmarrn, denn erstens gibt es Schiiten und Sunniten und die bekämpfen sich zurzeit aufs Messer.
Und zweitens gibt es auch schon so etwas wie nationale Zurechnungen und daneben gibt es Stammeszurechnungen, alles Mögliche. Und ich beispielsweise wäre auch jetzt nicht besonders erfreut, wenn ich in Thailand, wo ich noch nie war, auch nicht vorhabe hinzufahren, aber wenn ich mir das mal vorstelle, aus dem Flugzeug steigen würde und dann würden die unten stehen und rufen, ach, guck doch mal, da kommt der Christ. Um Gottes Willen, ja. Also, das muss man sich jetzt einfach mal vor Augen führen, wie auch unsere Gesellschaften diese Leute labeln und gewissermaßen in das, was man vielleicht die sekundäre Islamisierung von sozialen Problemen nennen kann, hineintreiben. Also da sollten wir klug sein. Soziale Probleme können wir bearbeiten. Probleme der kulturellen Identität können wir jedenfalls kurzfristig nicht bearbeiten. Die klugen Historiker der französischen Annalschule haben gesagt, Mentalitäten sind die Gefängnisse der langen Dauer. Und wenn ich aufgrund bestimmter Verhaltensweisen abgelehnt werde in einer Gesellschaft, ja, dann flüchte ich mich gerade da rein, um entweder den Widerstand entgegenzusetzen oder weil es der letzte Hand meiner Selbstanerkennung ist. Also eine kluge Politik der Integration thematisiert nicht am Anfang das, was uns vielleicht trennt, sondern setzt auf das, was uns verbindet. Also, was weiß ich, wenn der Ali auf der Baustelle, ich meine, die sprechen ja da sozusagen ihre eigene Sprache, nicht? Aber das gut, das und das und jenes gut macht, nicht? Und die Erfahrung dieser Anerkennung unter Leuten, die zusammen an einem Projekt, weiß ich nicht was, Betongießen, Eisenflechten, wie auch immer, Verschalen, arbeiten, die ist Gold wert im Hinblick auf andere soziokulturelle Zusammenhänge unserer Gesellschaft, wo diese Leute immer gleich ausgegrenzt werden und die Erfahrung machen, nicht dazu zu gehören. Deswegen haben wir gesagt, hängen wir ganz systematisch den Islam runter und versuchen, an den Punkten anzusetzen, an denen man tatsächlich mit politischen Mitteln was machen kann. Und ja, das haben wir offenbar ganz richtig gespürt, nicht? Diejenigen, die dagegen sind, in jeder Hinsicht dagegen sind, die ziehen den Islam natürlich ganz zentral hoch, ne? Und werfen dann alles munter durcheinander. Für die ist Islam eigentlich in mancher Hinsicht immer schon Islamismus. Und haben überhaupt keinen Sensus dafür, dass es bei denen auch das gibt, was man bei uns Sonntags Heiligabend-Christen nennt. Ne? Ja. Also Leute, nur an Heiligabend, gut, da braucht man ein bisschen was fürs Herz, in die Kirche gehen, aber sonst haben die damit nichts zu tun. Nicht? Und so gibt es dann vielleicht auch diese Leute, die eigentlich gar nichts mit zu tun haben, aber so halt gelegentlich mal. Letzte Frage. Sie rekurrieren in Ihrem Buch auch auf diesen berühmten Satz auf dem Leoparden. Also ja. Junge Tancredi sagt, wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass alles sich verändert. Ja. Das ist, daher ist er ja auch so gern zitiert, ein wundervoller Satz, wie wir wissen. Man kann ihn auch als optimistisches Resümee betrachten, im Hinblick auf die Möglichkeiten, die die Europäische Union vor sich liegen hat und die notwendigen Veränderungen in diesem Zusammenhang. Dazu aber nur eine Frage: Kann oder könnte es sein, dass der türkische Präsident Erdogan das alles über den Haufen schmeißt? Bevor ich darauf antworte, wollte ich noch sagen, ich bin eigentlich kein Optimist, aber ich halte Zuversicht für die elementare Voraussetzung von politischer Handlungsfähigkeit. Wenn ich nicht die Zuversicht habe, dass ich etwas bewirken kann, dann würde ich passiv und lasse mich hängen und werde tatsächlich zum Objekt des Geschehens. Deswegen, es geht in dem Buch darum, auch Zuversicht zum Ausdruck zu bringen. Was Erdogan anbetrifft, kommen wir nochmal auf den Punkt zurück, über den wir vorhin gesprochen haben, als wir an der Mitte waren.
Man muss die Landkarte betrachten und die Türkei hat nun einmal eine geopolitische Schlüsselposition an der Verbindung zwischen Asien, Europa und Afrika. Das kann man nicht ändern. Und Erdogan war auch derjenige, der den Stöpsel rausgezogen hat und der den Stöpsel dann wieder reingetan hat im Gefolge des EU-Türkei-Abkommens. Auch gibt es Leute, die sagen, ja, der hat uns erpresst und das wollen wir uns aber nicht gefallen lassen und machen dann irgendwie auf halbstark. Aber das macht ja keinen Sinn. Nicht? Die Türkei liegt nun mal da, wo sie liegt. Und sie hat diese Position, sie hat abgesehen davon 2,5 bis 3 Millionen Flüchtlinge aus Syrien, die sie ganz schön stressen. Man könnte sagen, Erdogan hat es ganz geschickt gemacht, sozusagen die EU etwas anzuzapfen mit 3 Milliarden als Gegenleistung für Raumkontrolle in der Tiefe. Das wird sich Erdogan sehr genau überlegen, ob er das aufkündigt. Ich glaube nicht, dass er es aufkündigt. Natürlich kann man das nie ausschließen, nicht? Also Politiker machen gelegentlich dumme Handlungen, weil sie glauben, auf diese Weise ihren politischen Aufstieg organisieren zu können. Und das machen nicht nur die Politiker, sondern auch dumme Wähler, die denen dann auch noch entsprechend Unterstützung zuteil werden lassen. Sie haben ja auf die unglückliche Geschichte Deutschlands in dem Anfang der 30er Jahre mit allen Folgen schon hingewiesen. Man kann das alles nicht ausschließen, nicht? Und sagen so Typen wie Erdogan, Trump, Duterte, das sind schwierige Leute, die offenbar jeden Tag auch aus dem Bauch heraus ihre Positionen ändern können. Das macht Politik gelegentlich schwierig. Funktionierende Demokratien haben starke Bindungen gegen die. Das spürt zur Zeit der Trump. Erdogan ist einige Schritte weiter bei der Zerstörung von Rechtsstaatlichkeit in der Türkei. Das alles macht keinen Spaß, mit dem Erdogan da rumzumachen. Deswegen hat die Regierung ja auch den früheren Kanzler, der gewissermaßen mit Putin kann und mit Erdogan kann. Das ist ganz schön, wenn man so jemand in der Rückhand hat, weil Frau Merkel offenbar mit diesen beiden Mann-Typen so ihre Probleme hat, zumal wenn die ihre Hunde mitbringen. Da muss halt dann der Schröder ran. Ich habe auf die Uhr geschaut eben, wir sind jetzt exakt 2 Stunden beisammen. Oi. Das ist unser Plan soll. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.